Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück in Warden. Der Winter hat begonnen und wie immer muss damit auch die Winterdisposition beginnen, so nenne ich es mal. Wir ziehen hier alle Bauern ab, alle Obstbauern. Was gibt's noch? Wir bringen mal, wie sieht es aus mit dem Mehl? Och, dann lassen wir das mal so. Da kommen wir eigentlich sehr gut hin noch im Moment. Allerdings bei denen müssen wir wieder aufstocken. Auch Holzhacker müssen wieder mehr dabei sein. Was ist hier so nötig? Brauchen wir Kohle? Nein. Brauchen wir Erz? Ja, könnte ein bisschen gearbeitet werden. Schmied muss unbedingt arbeiten. Und den Rest verteilen wir. Wir werden jetzt wieder 6 Leute schicken, die Baumeister sind. Und wir schicken ja, in die Steinminen und hier in die Erzminen auch ein paar wieder rein. Jetzt haben wir allerdings nicht so viel, müssen wir die Baumeister reduzieren, nicht so viel zum Holz schlagen. Denn das wollen wir unbedingt auch machen im Winter. Und dementsprechend gebe ich auch gleich mal Holz, den Holzbefehl aus, wo geschlagen wird. Möglichst hier in der Nähe. Im Dorf sieht es eher ganz gut aus. Da können wir ein bisschen auslichten. Hier am Tor können wir noch was machen. Okay. So. Sehr schön. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt will ich noch gerne unbedingt ein neues Wohnhaus. Warte mal, die Bäume nehmen wir auch mit weg. Und das setze ich hier hin. Ich würde mal sagen, einfach so in Verlängerung dieses hier. Oder mal ein festes Haus. Ah, das ist zu groß jetzt. Ne, es ist mir auch ehrlich, es ist zu viel auch von der Einwohnerzahl. Das brauchen wir jetzt alles gar nicht. Okay, hier passt es ganz gut hin. Sehr schön. Ressourcen haben wir auch alle, die wir brauchen. Wir müssen dann nur zusehen, dass wir es dann erstmal wieder sperren, weil wir es dann auch gleich upgraden. Und was wir dann auch tun, wir setzen natürlich hier unsere Palisade fort. Ganz wichtig. Wobei ich mal gucken muss, wo wir eigentlich hier das Tor hinsetzen. Vielleicht fangen wir mal damit an. Dazu müsste ich irgendwie wissen, wo eigentlich hier nochmal der Weg weitergeht. Hier etwa. Okay, das heißt, hier könnte man das Tor so setzen. So. Hier würde ich fast sagen. Ja, setzen wir es mal hier hin und dann gehen wir von hier aus weiter rüber. Und dann schauen wir mal, wo wir da ankommen. Ich will allerdings nicht jetzt so eine ganz, also die Ecke so komplett. Wie soll ich das beschreiben? Ich will jetzt hier nicht einfach nur so einen rechten Winkel setzen. Das finde ich jetzt langweilig, hier so zu machen. Ich werde ein bisschen hier reingehen. Wir werden noch so eine kleine Doppelecke machen, wie wir das auf der anderen Seite auch haben. Dass das so ein bisschen zumindest eine Struktur gibt, wo man zumindest keine schrägen oder runden Sachen bauen kann. Ja, zum Beispiel jetzt nämlich hier reingehen. Na, ganz schön schlecht zu sehen, ne? Hallo? So. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Beziehungsweise kommen jetzt erstmal hier lang weiter. So. Dann gehen wir hier noch rein. Mal gucken, wie wir dann in etwa so hinkommen. Ja, und dann setzen wir noch so einen kleinen hier zwischen. Okay, ist jetzt zwar nicht symmetrisch, aber das ist ja, Symmetrie ist auch die Ästhetik der, na, ich sag mal nicht. Muss ja nicht alles symmetrisch sein, sagen wir es mal so. Okay, das nächste Kind ist älter geworden.
Oh, ah, eine Erwachsene mehr, sehr schön. Eine Jugendliche, die gehen wir mal dann gleich zu den Handwerkern hin. Und dann ist jetzt also wirklich das nächste Interessante jetzt der Bau dieses Wohnhauses, dem wir hier direkt sogar schon beiwohnen können. Und der nächste stirbt in den mörderischen Steinbrüchen von Walden. So, jetzt will ich, dass da direkt keiner einzieht, sondern wir gleich das Upgrade machen. Und dazu brauchen wir noch Erz. Aber da sind ja welche in den Minen. Das ist okay. Sehr schön, dadurch brauchten jetzt keine umziehen. Das ist ganz nett. Ganz praktisch eigentlich. Wenn das ausgebaut ist, dann können sie da alle einziehen. Und sich vermehren, lieben und vermehren. So, hier wird fleißig gebaut. Dann sind wir wirklich fast einmal rum. Ist doch, muss ich sagen, ist doch ein größeres, also ein größerer Aufwand, größeres Projekt, als ich ursprünglich dachte. Die Palisade dauert doch einige Winter, die fertigzustellen. Wobei wir nebenbei ja auch einiges anderes hier noch geschafft haben. Diverse Weiden, Lager und so weiter, Scheunen, jetzt noch ein neues Wohnhaus. Ist ja schon viel nebenbei noch wieder entstanden. Gut. Also Gott sei Dank, diesmal brauchen wir uns auf keinen Fall irgendwelche Gedanken machen über Nahrung. Das wird alles laufen, denke ich. Hoch erfreut. Ja, insofern können wir jetzt einfach nur zuschauen und genießen, wie jetzt hier unsere Projekte vorangehen und gedeihen. Vielleicht werden wir noch mal einen Handwerker mehr einstellen, weil wir haben sehr viel Holz. So viel Holz braucht jetzt gar nicht geschlagen werden. Ach so, das Wohnhaus. Wird daran gearbeitet? Nee, noch gar nicht. Die machen dann wohl wirklich erst die Palisade zu Ende. Und wir haben jetzt schon Winterende. Also viel mehr wird jetzt vermutlich hier auch gar nicht passieren. Also wir werden es nicht mehr im Winter schaffen, hier die Palisade abzuschließen. Das ist dann wirklich... Was ist denn hier los eigentlich? Warum fahrt ihr nicht los? Ach, weil hier jetzt auch noch Handwerker kommen müssen. Oh ja, das muss alles jetzt auch noch geschehen. Echt viel zu tun für die paar Handwerker. Vielleicht geben wir ihnen dann noch ein bisschen Hilfe, dass sie hier schneller sind. Bevor der Winter zu Ende ist, muss das alles fertig sein. War es vielleicht ein bisschen überambitioniert, was ich ihnen hier aufgegeben habe? Kommt, ihr schafft das, Leute. Ein Gebäude brennt. Wieder einfach so ohne Gewitter. Oh, diesmal das Hospital, das wir übrigens wirklich nur ein einziges Mal gebraucht haben. Darauf möchte ich jetzt mal hinweisen. Und wir haben Frühlingsbeginn, wo es doch so unglaublich viele gab, die gesagt haben, ohne Hospital wirst du untergehen. Nö. Ich hätte einen Toten zu beklagen gehabt. Seitdem ist das unbesetzt übrigens, ne? Also das ist auch nicht aktiv, weil ich da keinen Heiler hingeschickt habe. So Leute, jetzt macht doch mal da fertig, diese blöde Palisade. Die Expedition hat zumindest begonnen. Das haben sie wohl jetzt fertig gemacht. Okay. Dann können wir hier die Sperrung auch wieder rausnehmen. Oh ja, wird doch dringend nötig. Die hätten viel Schönes dort essen können. Na gut, dann sind die anderen Sachen im Zweifel, ziehen die sich dann so ein bisschen über das Jahr hin. Also die Palisade scheint jetzt fertig zu sein. Nein, da fehlt noch
Da fehlen noch zwei Hammerschläge oder so. Ja, jetzt ist sie durch. Okay, alles klar. Und dann ist jetzt nur noch das Wohnhaus, wenn ich das richtig sehe. Als nächstes großes Projekt. Aber warum? Ach, wisst ihr was? Das habe ich pausiert. Ich dachte, ich hätte das Bewohnen pausiert. Nein, ich habe diesen Baufortschritt pausiert. Das ist natürlich dämlich. Da warte ich die ganze Zeit. So, Leute. Und wir müssen auch wieder pausieren, weil es geht weiter. Wir müssen hier bestimmen, was wie angepflanzt werden soll. Vor allem müssen wir sie aus den Bergwerken wieder rausholen. Der Schmied müsste eigentlich fast noch ein bisschen weiterarbeiten, aber wir brauchen ihn jetzt. Ne, der kann nicht weiterarbeiten. Holzhacken geht auch einer weg. Hier gehen zwei weg. Wir brauchen die Arbeitskräfte. Beim Müller, hier wird es langsam weniger, aber wir lassen es nochmal für eine gewisse Zeit jetzt. So. 16. Ein paar Arbeiter müssen bleiben. 22 ist okay, würde ich sagen. Beziehungsweise eigentlich brauchen wir ja nur 20 hier. Und vielleicht einen hier. So, und einer macht da weiter. Das ist, glaube ich, ganz gut. Sammler brauchen wir dieses Jahr nicht. So, dann werden wir das jetzt mal wieder disponieren. Getreide ist immer noch genug da. Brauchen wir diesmal auch nicht anbauen. Hafer bleibt, das ist gut. Kartoffeln bleiben hier. Das heißt, die Felder können eigentlich in diesem Jahr genauso bleiben wie im letzten. Hier kommen zwei dazu. Kürbis, das lassen wir alles mal so. Heu kommen wir auch ganz gut hin. Okay. Ich würde mal sagen, das passt alles. Insofern kann es weitergehen. Der Frühling kann kommen. Das Einzige, was wir nicht haben, Imker und sowas. Aber da kommen ja jetzt hoffentlich bald Erwachsene nach. Ja, zum Beispiel da gerade. Eine ist älter geworden. Wo schicken wir sie hin? Ich würde mal sagen, zu den Bienen. Sehr schön. Eine Arbeitskraft, die noch ein bisschen weiter schuftet. Und eine, die jetzt hier hoffentlich an dem Haus ausbauen. Zwei, die jetzt hier dran arbeiten und Materialien erstmal hinbringen. Wobei es blöderweise, sehe ich gerade, mangelt es an Ärzten? Könnte gerade super knapp werden. Weiß nicht, ob wir ausreichend hatten. So, sehr schön. Der nächste Jugendliche ist älter geworden. Dann denke ich auch nochmal zum Imker. Machen wir ihn. Und wir hatten Gott sei Dank noch genug Erz. Gerade so. Sehr knapp die Sache. Okay. Dann ist das nächste Ding der Hausausbau. Und ansonsten können wir so ein bisschen Däumchen drehen. Alles andere läuft jetzt von selbst. Ja. Zum Glück, muss man sagen, zum Glück. Die zwischenzeitliche Krise scheint mir jetzt überwunden zu sein. Und das ist wirklich ein guter Anlass, dass wir jetzt auch ein bisschen wieder, ja, expandieren, wachsen können. Dass neue Bewohner hier umziehen können und so weiter und so fort. Das ist auch gleich super genutzt. Ja, jetzt sind die auch umgezogen, sodass sie näher an ihren Arbeitsstellen sind. Das ist auch wichtig. Dadurch wird sich hier die Effizienz auch nochmal deutlich erhöhen, weil ich glaube, vorher haben hier einige Bauern hier hinten oder so gewohnt. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen besser und ausgewogener. Hier seht ihr drei Bauern. Deren Weg ist ein bisschen was. Das kostet dann auch schon. So, Tornado, Gott sei Dank, am anderen Ende. Das ist also okay. Na, haben wir schon ein zweites Rind? Ne, haben wir noch nicht. Aber ansonsten, glaube ich, geht's denen gut. Ja, Heu und sowas ist alles da. Also die brauchen Heu und die brauchen Hafer. Und die Hühner, die brauchen auch Hafer. Also mit den Rindern wird Heu noch mehr nachgefragt.
Aber ich hoffe, dieses eine Grasfeld, das reicht eigentlich für alles, was wir hier vorhaben. Bin da ganz optimistisch. Und wir haben immer noch über 2000, obwohl wir schon spätes Frühjahr haben. Das ist der Durchbruch. Ja, und damit sind wir genau in der Situation, die ich mir erhofft hatte, dass wir also wirklich so eine stabile Ökonomie haben, dass wir dann also diesen Burgbau angehen können. Allerdings werden wir jetzt im letzten Winter dann wirklich natürlich erstmal nochmal die Palisade abschließen, bevor wir dann mit diesem großen Projekt, mit diesem großen letzten Projekt beginnen. Für Wolden. Oho, hier werden auch neue Obstbäume gepflanzt. Alles klar. Es wird dann erstmal keine Obsternte groß geben. Ist aber nicht schlimm, weil wir uns ja im Moment gegen den Obstkuchen entschieden hatten. Oder? Wie war da jetzt der letzte Stand? Achso, Fleischpastete und wir wollten eigentlich Obst machen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Honigkuchen ging... Da reichte nur Honig. Ja. Wir haben jetzt die Imker da, ne? Dann lass uns mal Honig machen. Honigkuchen machen. Stellen wir das mal um. Gut, wir haben Holz, wir haben noch zwei Handwerker, dann könnten wir eigentlich, sind wir in der Situation, warum sollten wir jetzt hier groß rumwarten? Dann könnten wir auch im Sommer weiterbauen. Mehr Bauprojekte liegen im Moment nicht an. Kommen wir hier runter? Ja, das geht Gott sei Dank. Das wird zwar jetzt erstmal langsamer vorangehen, weil nur zwei Leute dran arbeiten, aber... Es wird vorangehen. Jetzt natürlich die große Frage, wie weit... Ja, hier ist zu Ende. Da kann dann nicht mehr gebaut werden. Sehr schön. Das gibt zumindest hier auch noch ein paar Freiflächen, falls uns da noch irgendwas einfällt. Ich meine, es gibt ja noch ein interessantes Gebäude, nämlich... das haben wir noch nicht. Nämlich hier noch so ein besonderen, ja, ein Hochofen. Und damit kann man dann hochwertigen Stahl herstellen. Und dann kann, glaube ich, nee, hochwertige Werkzeuge, wie waren das nochmal? Hier, Stahlwerkzeuge. Vermutlich, ich weiß nicht, taucht dann das hier als neue Option auf oder gibt es auch eine neue Schmiede? Ich weiß nicht. So, ein Bauer ist gestorben. Ärgerlicherweise. Also wieder einen Erwachsenen verloren. Jetzt wird es aber echt mal Zeit, dass ein paar Kinder nachrücken hier. Tausend Gemüse noch. Ja, aber das reicht. Und wir sind ja hier wirklich auf der sicheren Seite mit unserem großen Fisch- und Fleisch- und Eireserven. Alles gut. Ha! Ein zweites Rind ist da. Sehr gut. Also auch das ist gelungen. So, und die erste Gemüseernte beginnt auch schon. Prima. Nächstes Baby wurde geboren. Möglicherweise hier. Erwartet ein Baby. Naja, immerhin. Ja, der Freiraum ist dann auch spürbar. Durch Bevölkerungswachstum. Und wir haben jetzt damit 67. Und ich glaube, so viel hatten wir noch nie. Also. Wolden ist so groß wie nie zuvor. Und das können auch nicht die Alterstode verhindern. Zum Glück.
Ja, Leute, so sieht's aus. Bevor wir jetzt hier in die Erntephase kommen des Jahres 21, machen wir nochmal eine Pause. Und dann, tja, in der letzten Folge der Staffel, vielleicht beginnen wir dann schon mit der Planung für eine Burg oder den Bergfried. Warum nicht? Dann haben wir schon was, worauf wir uns dann freuen können. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinmeilen.